Moin, moin, euer Klärbär hier. Heute wollen wir uns zusammen den Erfolg blind wie eine Fledermaus bei Schrillschwinge anschauen. Um diesen Erfolg machen zu können, sollte man am besten, bevor der Bosskampf beginnt, sich die Position von den listigen Dienern heraussuchen. Diese ist immer zufällig, deswegen bringt es nichts, wenn ihr unsere Marks einfach kopiert. Lauft einfach, bevor der Bosskampf beginnt, einmal selber rum, schaut, wo diese Flächen oder diese Flecken liegen. Markiert diese mit World Marks, dann wisst ihr auch, wo ihr genau hin müsst und ihr könnt mit dem Bosskampf beginnen. Um die listigen Diener dann aufzudecken und auch gleichzeitig zu töten, benötigt ihr eine Bossfähigkeit, Echo-Ortung. Dabei werden zufällige Spieler mit einem roten Pfeil im Kopf markiert. Diese laufen dann einfach zu den World Marks. Sobald das Addon runterspringt und diese Blutfläche hinterlässt, werden die listigen Diener aufgedeckt, wie man es jetzt hier bei Lilla schön sehen kann. Und sobald das passiert ist an allen sechs Positionen, beziehungsweise an allen sechs Worldmarks, wo ihr gesetzt habt, könnt ihr den Boss einfach töten und erhaltet dann dadurch den Erfolg. Um zu sehen, ob der Erfolgsfortschritt auch funktioniert hat, beziehungsweise ob der ganze Erfolg funktioniert hat, gibt es ein gutes Add-on. Dieses nennt sich Stance Achievement Tracker. Ich werde euch das mal im unteren Bereich verlinken. Ich hoffe, ich konnte euch bei dem Erfolg weiterhelfen, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachmachen und bei den restlichen Erfolgen.